Ministerin Elisabeth Köstinger. Jetzt erneut am Wort Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus. Nachdem wir jetzt zum Ende dieser Debatte kommen, darf ich mich noch einmal kurz zu Wort melden und mich wirklich auch für die heutige Sitzung bedanken. Ich bin überzeugt davon, dass wir jede Gelegenheit wirklich auch nutzen müssen, um Bewusstsein für die wirklich brennende Situation rund um den Klimawandel zu schaffen und wirklich auch Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass jeder Einzelne in Österreich auch einen Beitrag zu dem Klimaschutz leisten kann. Wir von Seiten der Bundesregierung werden das tun und alle unsere Anstrengungen dementsprechend wirklich auch bündeln. Ich darf aber wirklich auch das Wort ergreifen, weil ich einige der Wortmeldungen richtigstellen muss. Es stimmt nicht, dass wir kein Budget für den Kampf gegen den Klimawandel haben. Es stehen in meinem Ressort über 700 Millionen oder fast 700 Millionen Euro zur Verfügung, die wir für Umweltschutz, für Gewässerschutz, aber vor allem auch für Klimaschutz zur Verfügung haben. Und das, was jetzt anders ist, ist, dass wir die Fördereffizienz erhöhen, dass wir Innovation fördern und dass wir vor allem eben auch der Investition den Vorrang geben wollen. Und das ist das Ziel. Und da werden wir einfach nicht mehr Geld brauchen, sondern es besser einsetzen. Und dem haben wir uns verpflichtet. Und einen Punkt möchte ich auch ansprechen, weil der heute mehrmals auch gefallen ist. Speziell das Thema Innovation ist einer der Kernpunkte in der Mission 2030. Ich darf da nur das Thema Bioökonomie hervorstreichen. Wir bringen zurzeit gerade eine große Bioökonomiestrategie am Weg. Und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass wir unsere Gesellschaft in Zukunft erdölfrei auf Schiene bringen. Das bedeutet, dass wir auch Alternativen brauchen. Und die haben wir. Die wachsen uns zum Teil in Österreich wirklich beim Fenster herein. Und das werden wir gemeinsam auch anpacken. Auch ein wichtiges Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Je mehr wir es verstehen, Abfall wirklich wieder zu einer echten Ressource zu machen, desto stärker werden wir auch unsere ökonomischen und ökologischen Aspekte in Einklang bringen. Und als drittes Thema dieser Innovation darf ich Green Finance ansprechen. Wir werden es in Zukunft schaffen, dass jedes Unternehmen auch versteht, dass private Investitionen, unternehmerische Investitionen auch wieder dem Klimaschutz zuträglich sein werden. Und das bedeutet, dass wir privates Kapital wirklich auch mobilisieren und nicht nur eben die öffentliche Hand, sondern beides. Und eines darf ich auch noch einmal herausstreichen. Ich glaube, die Frau Abgeordnete Dutzter hat das angesprochen. Das ist auch eine soziale Frage. Sie haben uns vorgeworfen, dass wir nichts für die Städte tun, beziehungsweise speziell eben auch Politik gegen die Städte machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wissen Sie, wer die Hauptbetroffenen des Klimawandels sind? Personen, alte, kranke, die in schlecht isolierten, zum Teil Gemeindebauten leben, die von den Hitzetagen massiv betroffen sind. Wir haben einen Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds präsentiert. Und genau das streicht dieser Bericht auch hervor. Jene, die sich's nicht leisten können, eben beispielsweise ein Haus im Grünen zu haben, sondern jene, die auch in sozialen Wohnbauten leben, sind hauptsächlich davon betroffen. Und ihnen gilt unser gesamtes Engagement. Und ein zweites auch noch. Sie haben auch gesagt, dass Verkehr, Mobilität teurer werden soll. Das würde bedeuten, dass nur mehr einige wenige Reiche wirklich auch Mobilität haben. Das ist nicht der Ansatz dieser Bundesregierung. Wir wollen das Mobilitätssystem umbauen. Wir wollen es wirklich auch CO2-neutral und mit wenig CO2-Ausstoß versehen, damit jeder in Österreich eben auch diese Mobilität weiterhin leben kann. Und eines auch noch zu guter Letzt. Es ist irgendwann einmal auch in dieser Debatte von Seiten der Opposition das Wort Ozon gefallen. Für mich ist dieses Schrumpfen des Ozonlochs eines der besten Beispiele, dass scheinbar unumkehrbare Trends sehr wohl rückgängig gemacht werden können, wenn man die Zeichen der Zeit erkennt und wenn man vor allem auch die Lenkungsinstrumente in die richtige Richtung gestaltet. Das ist eines der besten Beispiele, mit denen wir alle mehr oder weniger jetzt auch aufgewachsen sind und groß geworden sind. Und das zeigt auch, dass Klimaschutz und der Kampf gegen den Klimawandel keine Belastung sein muss, sondern sehr wohl eben auch wirklich ein positiver Effekt auslösen kann, dass jene, die heute in den Schulen sitzen, wirklich auch sich Gedanken machen, was sie einmal beitragen können, damit uns wirklich eben auch dieser Klimaschutz und diese Begrenzung der Erderwärmung eben auch gelingen kann. Das gibt mir persönlich Hoffnung und wir werden auf jeden Fall
von Seiten der Regierung alles dafür tun, dass wir die Welt unseren Kindern besser übergeben können, als wie wir sie vorgefunden haben. Packen wir das gemeinsam an. Vielen Dank. Dass es kein Budget für den Klimaschutz gäbe, wie von der Opposition behauptet, stimme einfach nicht, sagt Ministerin Elisabeth Köstinger.